5 Minuten ungeskriptet und ungeprüft, also genauso wie ihr es auch hören würdet, wenn ihr hier bei mir im Yesterchips Heimcomputer und Spielekonsolenmuseum in Heingrund eine Führung durch die Sammlung mitmachen würdet. Es hat sich ein kleines bisschen was getan in der Ausstellung. Über dem Atari 520 ST ist nun auch ein IKEA-Lacktisch gelandet, um eine zweite Ebene zu erschließen. Dort finden wir das beim letzten Mal vorgestellte Motorola MikroTac International 5200 Mobilfunktelefon und daneben aber auch das, was damals der Businessman von Welt eben noch so mit dabei hatte. Etwas vor dem Mobiltelefon zugegeben, 89-90 kam der Atari Portfolio heraus. Ursprünglich entwickelt von einer Firma namens DIP. Die ist mehr oder weniger im Orkus der Geschichte verschwunden. Atari kennt man aber noch. Und so ganz Atari-untypisch ist die Tatsache, dass dieses Gerät hier MS-DOS-kompatibel ist. Das Betriebssystem hier drauf nennt sich DIP-DOS, noch angelehnt an den ursprünglichen Designer dieses Gerätes. Das Ding ist aber durch und durch MS-DOS-fähig. Er gilt einigen Quellen zufolge als der erste Palm-Top-Computer der Welt. Und von der Größenordnung her kann man ihn so in etwa vergleichen mit einer damals handelsüblichen VHS-Kassette. Er ist gerade so groß, dass er in die Hosentasche reinpassen würde. Er ist schön leicht und er wird von gerade mal 3 AA-Batterien betrieben. Und ähnlich wie beim Game Boy, die Dinge halten ewig. Die Tastatur finde ich persönlich absolut gelungen. Das ist ein richtiges Schätzchen. Es ist ein ganz normales Layout, wie man es halt eben so kennt. Hier sogar die deutsche Ausführung mit der Querzbelegung. Es sind richtige Tasten, man hat einen Druckpunkt, man hat ein Feedback, was richtig zurückkommt, sodass man blind auf dieser Tastatur schreiben kann. Und was an Software mitgeliefert wird, ist eigentlich so das Standard-Office-Paket, das man heute immer noch kennt. Wir haben eine Textverarbeitung, wir haben eine Tabellenkalkulation, wir haben ein Adressbuch mit drin, wir haben einen Kalender und unser Adressbuch hat sogar die Möglichkeit, per Tonwahlverfahren, also beziehungsweise per Tonausgabe für das Tonwahlverfahren über den kleinen Lautsprecher hier oben, Nummern direkt in ein davor gehaltenes Telefon hineinzupiepsen, sodass man halt eben einfach nur auf den Knopf drücken muss, Hörer dran halten mit dem Mikrofon und dann wird die Nummer automatisch gewählt. Ich selbst habe das Ding früher gerne benutzt als mobile Schreibmaschine, einfach weil sie so schön handlich und klein ist. Und das LC-Display ist zwar nicht beleuchtet, aber es kommt mit den kleinsten Restphotonen an Licht aus, da es einen wunderbar hohen Kontrast hat. Eben genauso wie beim Game Boy. Es ist ein 8086 kompatibler Prozessor verbaut, deswegen steht hier oben auch ganz stolz 16-Bit. Ist natürlich ein bisschen ein Werbegag, muss man dazu sagen, denn der Rest der Maschine ist nur 8-Bit. Aber egal, wenn die CPU das kann, dann kann man auch 16-Bit entsprechend mit draufschreiben. Die ganze Innerei, es ist keine Festplatte drin, sondern das Ganze findet statt auf einem statischen RAM. Also es ist ein großer Anführungszeichen, Arbeitsspeicher drin, mit einem Stützakku ausgestattet. Was natürlich den Nachteil hat, wenn der Stützakku jemals platt ist, dann ist alles, was hier drauf mal war, an Informationen platt. Dann ist die Kiste zurückgesetzt. Aber der Vorteil ist, dass man das Ding quasi mit einer Nullbootzeit sofort ein- als auch ausschalten kann. Zur Datensicherung gibt es hier in der Seite diese sogenannten B-Cards. Hier mit unglaublichen 64 Kilobyte Speicher. Auch hier drin ist eine kleine Batterie versteckt, eine kleine Knopfzelle, um den Speicher entsprechend zu halten. Ja, zur Kommunikation zu den größeren Computern ist zu sagen, gab es verschiedene Erweiterungen. Zum einen hier für den seitlichen Anschluss eine serielle Schnittstelle oder, wenn es etwas schneller sein durfte oder wenn man einen Drucker direkt anschließen möchte, eine parallele Schnittstelle. Es gab noch viele weitere und damit konnte der kleine Portfolio das erfüllen, wofür er konzeptioniert war, nämlich als verlängerte Werkbank. Er sollte niemals ein Standalone-Rechner sein, so wie unsere heutigen Laptops oder Tablets, sondern eine Verlängerung der Werkbank für den Businessman, der unterwegs ist, der irgendwo zu Hause sowieso einen stationären Computer stehen hat, auf dem er seine Hauptdatenverarbeitung macht.
Und wenn ihr mehr wissen wollt zum Atari Portfolio, dann sucht doch mal gerne in den alten YesAirChips Folgen nach dem Stichwort Portfolio. Da habe ich das Gerät in Gänze mal komplett auseinandergenommen. Und wenn ihr den Portfolio mal ausprobieren möchtet, Batterien habe ich hier, dann kommt einfach mal vorbei hier im YesAirChips Heimcomputer- und Spielekonsolenmuseum. Steckt mal ein paar Batterien rein und dann könnt ihr auf dem Ding gerne mal ein bisschen herumklimpern. Hat euch dieses Video gefallen? Gefällt euch das Museumsprojekt? Dann immer mal so ein bisschen dran denken, ja, hier kostet der Eintritt nichts, ja, hier kosten die Führungen nichts. Trotz alledem, die Geräte brauchen Strom, die elektrischen Heizkörper hier drin, die brauchen auch ein bisschen Strom. Und es gibt bereits jetzt eine ganz wunderbare Community, die bei YouTube Mitglied ist oder auch bei Patreon mit dabei ist und jeweils mit einem oder mit 3 Euro oder wahlweise auch mehr Euro pro Monat das Museumsprojekt hier ganz wunderbar unterstützt. Und würde mich sehr freuen, wenn da vielleicht der ein oder andere noch mit dazukommen würde. So viel zum Atari Portfolio. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Adele, ciao und bye bye.